Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Bobbelbütchens Strickverzählchen Nummer 11. Man höre und staune, ich kann es fast fehlerfrei aussprechen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Meine letzten zwei Wochen waren sehr stressig, wie immer eigentlich. Aber jetzt ist erstmal Wochenende und ich denke, dass jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gut tun wird. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich jetzt so circa alle zwei Wochen einmal melde und hatte eine Verlosung angekündigt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, es ging heute um die zwei Bobbel hier. Gleich ist die Verlosung, aber dazu später. Erstmal so noch ein bisschen. Ich habe euch auch von meinem Wollwickler erzählt, der kaputt gegangen ist, der vielleicht repariert wurde oder wird. Ja, der Versuch ist leider nicht so gut gelungen. Ich habe hier einen Bobbel versucht, mit der reparierten Maschine zu wickeln, aber man sieht, es geht kreuz und quer und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob man es hört, der ist steinhart geworden. Ich weiß gar nicht, wie sowas überhaupt passieren kann. Naja, mein Nachbar möchte sich der Sache nochmal annehmen, aber ich vermute, ich hätte lieber das Geld in eine neue Wickelmaschine investieren sollen. Jetzt stehe ich da. Muss doch wieder mit der Hand wickeln. Naja, gucken wir mal. Meine Jacke habe ich auch an. Ich muss sagen, die gefällt mir so arg gut, dass ich die halt auch ganz oft trage. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Dann habe ich euch von meinem ersten Call erzählt, den ich mitmache. Es wird ein Poncho-Pullover von der Kerstin Pflück. Und da habe ich jetzt die letzten zwei Wochen dran gearbeitet. Und ja, man sieht, da ist ein Muster. Da ist schon mein Arm mit einem Netzmuster. Den Hals finde ich sehr gelungen, wobei ich mich da vertan habe. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. So, da kann man das Muster sehen. Es sollte eigentlich versetzt sein, ein Netzmuster, so wie hier am Arm. So rum ist es richtig. Aber leider habe ich da nicht aufgepasst. Aber manchmal passieren ja solche Dinge, die dann auch gut aussehen. Ja, aber das ist halt jetzt nur der Anfang. Ich habe so um die 380 Maschen auf der Nadel und es werden noch 500. Also, aber ich glaube, der wird wunderschön werden. Das ist mein erster Call. Den ich sogar mit, oder mein erster Pullover oder Pulli oder Polunder oder Poncho, der von oben gestrickt wird, also ein Raglan. Und da habe ich unwahrscheinlich Angst gehabt. Aber ich muss sagen, die Kerstin, die nimmt einen die Angst, nimmt einen an die Hand, auch die Gruppe. Man kriegt alle Fragen beantwortet, man kann da anrufen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das aussehen wird, wenn er fertig ist. Und ich freue mich unwahrscheinlich darauf. Aber da muss ich halt noch ein bisschen stricken, bis ich damit fertig bin. Ich hoffe mal, dass das alles, das andere auch genauso gut klappt, wie es bis jetzt geklappt hat. Aber ja, wird schon werden. Ja, sonst gibt es hier nicht viel. Ich habe nicht an vielen Dingen gearbeitet. Noch den grünen Pullover. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran. Der ist auch ein Stück gewachsen. Aber der ist halt nicht so, ich habe ihn nicht aufgemacht, weil letztes Mal habe ich ja gefragt oder wusste ich noch nicht, ob ich ihn weitermache oder nicht. Jetzt steht fest, ich mache ihn weiter. Ich finde auch, die Farbe steht mir total gut. Die gefällt mir auch. Aber der ist halt nicht so leicht zu stricken wie, oder nicht so schön zu stricken wie der Poncho. Vielleicht, weil unterschiedliche Muster im Poncho sind und dort im grünen Pullover halt immer nur die gleichen Muster sind. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch heute erzählen kann, ohne dass es langweilig wird. Und ich denke, vielleicht seid ihr jetzt schon neugierig, wer die Bobbel gewinnen wird. Und ich rufe jetzt mal die Glücksfee, das ist mein Sohn. Ich habe hier in die Schüssel sämtliche Namen reingeschrieben. Ich mische die auch nochmal durch. So, und mein Sohn kommt jetzt. Oder er kommt nicht. Sohn, kommst du? Ja. Er kommt. Und der greift jetzt in die Schüssel rein. Ich halte sie hier fest. Und
zieht einen Namen aus. Der Name, der jetzt gezogen wird, gewinnt den fliederfarbenen Bobble. Und das ist... Das ist ja echt witzig. Kerstin, guck mal, den hast du gewonnen. Also, liebe Kerstin, herzlichen Glückwunsch und schick mir deine Adresse und ich schicke ihn dir dann zu. So. So ein Zufall, ehrlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und jetzt, Glücksfee, walte deines Amtes. Die Nummer 2. Dagmar H. Leider kenne ich deinen vollständigen Namen nicht, liebe Dagmar. Aber es wäre ganz gut, wenn du mir deine Adresse und deinen Namen hinterlässt, damit ich dir deinen Gewinn, diesen Boll, zuschicken kann. Ja, es ist natürlich schade, dass ich nicht mehr zu verlosen habe, weil das macht mir total viel Spaß und ich finde es schade, dass die anderen nichts gewonnen haben. Aber so ist das im Leben. Man kann halt nicht allen gerecht werden. Gut, also liebe Dagmar, bitte deine Adresse und du, liebe Kerstin Pflück, bitte auch deine Adresse und dann kriegt ihr die Bobble zugeschickt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, dass ich nochmal eine Verlosung mache. Ja, aber das kündige ich dann vorher an. Ich würde sagen, dann wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns in spätestens einer oder zwei Wochen wieder. Bis dahin, ganz liebe Grüße und tschüss.